So, außer man heißt Penny. Ne? Ja, die Gags von der, die versteht jeder. Ja, schon, aber die wird ja auch so gerne auf die Schippe genommen, weil sie eben nicht so intellektuell ist, sondern eher so, ja, ne? Die Ja, Dame des Hauses. sie hat halt andere. Prioritäten. Ja. Könnte man so meinen. Ja. Ist auch nicht schlimm, finde ich. Nö, ich sage ja auch immer jedem dem des Seinen, also ja, muss ja nicht jeder alles so machen wie der Nachbar. Dann wäre die Welt ja auch irgendwie langweilig, ne? Wenn wir alle gleich wären. Ja. So, ich glaube, ich brauche da noch so ein, zwei Steinchen von. Nehmen wir vier. Wunderbar. Und dann sollte der Rahmen fast fertig sein von unseren neuen Fenstern, die wir dann gleich einbauen auf der anderen Seite. So. Tada. Na, das sieht doch schon mal schick aus, würde ich sagen. Baust du deine Fenster eigentlich auch immer relativ parallel? Das ist mir schon mal aufgefallen, dass ich meine Fenster total parallel immer baue. Ich weiß gar nicht warum. Naja, gut, wenn ich ein Haus baue, ich weiß nicht, ob du von Lick noch mein Haus kennst. Boah, also ja gut, das war ja Ach. unterirdisch, ne? Nee, 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 das war im Freebird. Nein, ich meine, in der Stadt hatte ich ja auch ein Riesenhaus gebaut. Das habe ich wohl leider nicht gesehen. Da gab es aber viele Riesenhäuser. Also ich hatte da auch eins von. Sagen wir mal so, ne? Ja, also ich habe wirklich fast alle hier Dinge ausgenutzt, nur für das Haus, also vier Grundstücke. Und da habe ich ja dann wirklich auch Räume gemacht und habe Wände eingezogen und in den Wänden sogar Redstone verlegt, um dann Lampen anzuschalten und Geschichten. Ja, so eine Dreierwand, ne? Damit du Genau. eine Hohlschicht dazwischen hast, um das Redstone zu verlegen als Kabel. Genau, ja. Kennt man, denke ich doch. Und da habe ich halt die Fenster. Ich habe nicht von außen nach dem Fenster geguckt, sondern habe die Fenster dann so, dass sie in dem Raum halt passend ist. Und wie das von außen aussah, war mir dann erstmal egal, aber es sah dann von außen trotzdem gut aus. Aber wenn du Aber nur einen Raum hast, dann macht man die Fenster schon so parallel so. ja, also ich baue die, oh, das war daneben. Ich baue die immer sehr parallel, ne? Wobei ich mir auch immer vornehme, so, naja, in einem Lager muss es ja jetzt nicht so viele Fenster geben, aber ich habe schon wieder vier Stück. Weiß nicht, also. In dem Lager kann man einfach eine Lampe an die Decke machen. Ja, aber ich weiß nicht, Fenster sind schöner irgendwie. Vor allem habe ich jetzt ein Panoramafenster hier gebaut. Da kannst du dann ja aufs Meer schauen oder da hinten auf die Dings. Ne? Du siehst es ja jetzt nicht. Aber ich meine jetzt die Zuschauer hier. Das war ja auch so geplant, dass ich hier im Schlafzimmer quasi oder was auch immer das werden wird. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier nochmal räumlich trennen werde. Aber das ist ja auch so eine Sache, ne? Mit den räumlichen Trennungen und sowas. Dass wenn du die Fenster relativ parallel gebaut hast, dass die Trennung auch viel besser klappt. Ne? Und Sonst sagst du so, deshalb jetzt mag ziehe ich ich da eine Wand rein und auf einmal scheiße Fenster. und deshalb habe ich immer erst die Wände gemacht und habe dann die Fenster reingesetzt. Ah so, ja, das ist natürlich auch Dass intelligent. Ne? Also normalerweise wird es ja auch im Rohbau so gemacht, deswegen heißt es ja auch Rohbau. Da wird nämlich erst alles geplant und gemacht, und bevor man überhaupt Fenster einsetzt und Türen und sonst ein Quatsch alles, ne? Ja, normalerweise, wie du sagst, wird es ja erst geplant. Aber wir in Minecraft bauen ja meistens drauf los, Ja. reisen ab, bauen wieder neu, weil es uns nicht passt und dann ja. Wir machen, wie es der BER, ne? Und dann sagen wir, ho, die Brandschutzdings war doch nicht so gut, dann machen wir da eben neu. Denk mal, hast du auch mitgekriegt, ne? Mit den tollen. Ja, jetzt ist ja der neue Bürgermeister da. Ja, der nicht mal mehr in die Dings rein will. Also, der hat schon gleich gesagt: Nee, Leute, macht mal ruhig, ich guck zu.
Hat er wirklich so, ne? Also Ja, der will nicht mal mehr in den Dings rein, in den Aufsichtsrat davon, weil der weiß, das gibt nur Käse. Also, ne? Ist eigentlich schon traurig. Aber ich sag ja auch, was hat denn der Rowe Reit da gemacht? Also mehr als drin sein und sagen, ich bin da drinne, hat er wohl auch nicht getan. gut, er hat sein Geld da verdient. Richtig, richtig. Das ist ja so, wie die Politiker hingehen und sagen, so, ich trage mich ins Buch ein, ich bin eingetragen, kriege mein Geld und dann gehe ich wieder nach Hause. Ne? Ja, Also, so wird's gemacht. so wie der Spiegel und so das auch schon meinte, dass das viele ja machen, ne? Die sich einfach mal so eintragen für den Tag und dann gehen sie wieder. Und dann machen die dann eben bei drei, vier Veranstaltungen und schon haben sie ihre Kohle zusammen. Ne? Ist natürlich nicht die schöne, feine Art, würde ich sagen. Aber naja, so ist die Welt nun mal. Ne? Jeder guckt nach seinem Vorteil. Ja, das ist menschlich. Ja, schon irgendwo, klar. Aber ich weiß nicht, ne? Ob man da nicht wirklich die Aufgabe, die man so an sich hat, verfehlt hat, oder? Ich weiß ja nicht, du Ja, kannst ja auch nicht einfach gut. zur Arbeit gehen und sagen, Tag Chef, hier bin ich, ich fahre dann wieder nach Hause, kriege ich trotzdem mein Geld. Ich war da, habe mich angemeldet, Ja, muss ne? rein. Also, ich glaube, dein Chef wird dir dann aber auch aufs Dach steigen. Oder? Ja, das. Ja. Aber das ist ja sowieso, ne? Auch hier damals, wo die eine Dame sich doch so schön verrechnet hat. Ja, kann ja mal vorkommen. Ja, mach das mal in einem normalen Betrieb und sei Angestellter. Da sagt dein Chef, auch, da ist die Tür, auch hier ist die Kündigung. So, Mörmelchen, ich muss dich schon wieder bitten. Es tut mir leid, aber, ne? Ich mache ja auch die Zeiten nicht. Ja. Ach Mensch, du bist aber auch schnell, oder? Ich habe das Bett schon quasi in der Hand bei meinem. Du kannst mit einem Bett meinern. Na, ich hoffe, das geht nicht zu Bruch. Also, wäre ja sehr traurig, muss ich mal sagen. Dann kann ich nicht mehr schlafen, dann musst du die Nacht durchhalten. Nein, warum nur? Naja. Haben wir ja auch schon mal geschafft, nur eben mit den NPCs. Das ist ein bisschen blöd. So, was machen wir denn hier hin? Das ist ja jetzt quasi der Eingangsraum. Ich würde sagen, hier machen wir die Werkbank und so was hin. Haben wir noch eine Axt? Na toll, ich habe jetzt jegliches Werkzeug gebaut, bis wieder auf eine Axt. Aber das kriegen wir, denke ich, hoffe ich doch auch wieder hin. Wichtigste Werkzeug. Eine Axt, ja, nicht Eigentlich gerade, wenn ist du mit er. Sandstein arbeitest gerade, ne? Ja, Dann ist das, naja, schon wichtig irgendwo, aber so wichtig genug wieder nicht. So, schauen wir mal. Ja, Fackeln haben wir auch hier noch. Aber ich finde es ja auch schön, dass das viele alte Serien auf dem dritten oder so mal wieder laufen, ne? ja, die alten Serien, ja, auch so auf so Sendern wie RTL Nitro und sowas. Ja, schon, aber jetzt hier ZDF Neo und so läuft ja Ja, jetzt da auch, momentan ja. auch wieder. Ich weiß gar nicht, Fackeln im Sturm? Ja, ich glaube schon. Nur was ich so ein bisschen schade finde, ist ja auch wie bei Dallas oder so. So 20 Jahre nachdem alles abgedreht ist, sagen wir mal, machen wir noch 20 Folgen mehr. Gab es ja jetzt hier bei RTL so Dallas. Bumm. Ja, Neue Folgen. das kannst du nicht mehr vergleichen. Das ist dann wieder was ganz Neues. Ja, vor allem ist ja eine ganz andere Zeit und Epoche und so was und sowieso, also das hätten sie sich theoretisch auch schenken können, ne? Aber naja, gut. Also sie haben ja auch den Zeitsprung von damals zu heute gemacht quasi, aber weiß nicht.
Ja, na gut, ne? Man hat ja auch hier sag mal schnell. Also eins weiß ich, meine Spitzhacke repariert.